Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei ArcGenesis Part 2. Hallihallo, ihr Lieben. So, nachdem wir den Server und alles neu gestartet haben, weil es kam ein Update rein und sowas, deswegen ist Mini rausgeflogen, machen wir jetzt einen neuen Versuch. Ja. Wir gehen erstmal vor, um zu gucken. Vorne habe ich schon eine Spinne weggeschossen. Oh, da steht nur noch eine Tasche. Okay. Sonst sehe ich hier gerade nichts. Seltsam. Ja, hier ist. Okay. Hier spawnt ja immer so schnell alles wieder nach. Deswegen müssen wir mal gucken, ob hier eine Reaper ist oder irgend sowas. Wieder da. Wer jetzt erst zugeschaltet hat, wir versuchen mit Petris jetzt da durchzufliegen, ob wir durch diese kleinen Eingänge mit Petris durchfliegen können. Denn dann wäre der erste Teil hier zum Rockwell hin ziemlich easy. Und oh, abhauen. Standbild. Na klasse. Ich versuche runter zu locken. Ist unten, ist unten, ist unten. Alles gut. Ja, du hast Endgegner bei dir. So. Fertig? Mit Nerven. Dann lass uns hier wieder auf den Mittelsteg. Wir gehen ganz normal vor, als wenn wir noch keine Viecher hätten. Dann kannst du auch hier irgendwo reinladen. Genau. Hallo. So, dann warten wir kurz, dass die Mini das reingeladen hat. Wenn Mini sagt, sie ist soweit, dann fliegen wir geradeaus. Moment. Ruckel gerade noch beim Drehen. Okay, sollte okay sein. Gut. Und ich fliege da direkt auf den Mittelsteg zu, ne? Ja. Sehr schön. Deswegen bin ich stehen geblieben, damit ich ein bisschen den Mini ausbremsen kann. So, mal gucken. Und ich stelle mich jetzt hier mal mit dir hin. Ja. Also Ganz dicht am da ist auf jeden Fall eine Reaper oder sowas unten. Du kannst mal hier warten. Dann Rand. versuche ich dir mal wegzuziehen. Oh, sieht nach zwei Dingern aus. Pass Nee, nur auf, ne? die sind tot. Die sind tote Viecher. Was soll denn die Reaper angreifen? Nee, es waren tote Viecher. Ich dachte, das wäre so ein Erdhaufen. Also wir können dann nach vorne. In der Mitte kurz wieder warten, dass du es reingeladen hast und dann versuchen durchzufliegen. Fertig? Mit Nerven. Dann los. Schön hochfliegen. Naja, ich fliege auf den mittleren Pfosten zu, ne? Ja. Versuch direkt davor stehen zu bleiben. Also ich bin vor Wenn dem irgendwas. mittleren Pfosten. Ja, ich bin bei dir. Ich fliege mal noch ein Stückchen ran, weil da muss ich hier mal reinladen. Ja. Okay, bin ich direkt davor. Also ich stehe mit dem Schnabel drin. Ja, ich sehe es. Wenn du soweit bist, dann fliegen wir rein, weil je länger wir warten, na, desto mehr Viecher kommen. Okay, drehen kann ich mich links oder rechts, sagt Fuß mir, ich sehe es gerade nicht. Rechts. Rechts, gut. Wir halten uns erstmal oben, damit wir unten der Aggro nicht ziehen, wenn es geht. Können ja hier in der Mitte kurz warten, kurz. Ja. Ja, du fliegst auf Decke zu, alles gut. Ob das so gut ist? Wie sieht's aus? Ja, bin wieder da. Sehr schön. Jetzt Mal fliegen gucken. wir oberhalb parallel zur Brücke. Bei der Brücke, die oben kreuzt, da bleiben wir kurz stehen. Da
kannst du nochmal reinladen. Ich erstmal direkt auf hier bei den riesigen, weiß nicht, Kohornis oder so. Mhm. Und wie läuft's? Krampelt. Du bist raus? Ja. Hm. Warte. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt, dich zurück zu porten. Ich müsste theoretisch direkt über dir schweben. Ja. Da. Defender Strider. Ich gehe raus. Nein, du gehst nicht weg. Yay. Ach ja. Ich hoffe, du bleibst dann in der Luft hängen. Ich weiß es nicht. Ich kann nochmal versuchen, dich rüber zu porten und dann versuche ich mal alleine durchzufliegen. Ansonsten können wir das gar nicht testen irgendwie. Ja. Geht ja jetzt erstmal nur ums Testen, ob die Petrus ja. Du hast ja nichts an, was. Also du bist mitten im Kreis drin. Ne, du wirst nicht. Ich flieg mal vor, weil du hast ja nichts mit, was nicht kaputt gehen kann. Und normalerweise bleibst du in der Luft hängen. Und selbst wenn wir haben den Grabstein. Ja. Ich versuche da jetzt mal. Also wenn wir durch diesen Eingang da vorne durchpassen, dann wäre das echt schön. Versuchen. Ach, locker flockig. Oh, das ist scheiße. Steig auf. Da holt dich alles aus der Luft raus. Also sobald ich die Tentakeln treffen, fällst du zu Boden. Aber sobald du wieder hochkommst, fliegen kannst, also ich bin jetzt am Herzen. Ja. Guck mal, ob hier irgendwas ist am Herz. Ansonsten würde ich den Petri hier stehen lassen, dann würde ich mal versuchen, zum Boss zu gehen. Hm. Macht aus. Aber hier ist nichts. Also Petri zur Tech Base. Nee, wenn dann zum Strider, ne? Ja, da lieg ich. Ach nee, ich lieg da ja gar nicht. Nee, nicht. Ja, hier ist nichts, dann porte ich den zum Strider hin. Mach's gut. Pupp, ist er weg. So. Werd wahrscheinlich jetzt gnadenlos sterben. Ja. Ich kann nicht drauf zugreifen. Hä? Doch, jetzt. Textstrukturen. Was? Das ist doch hier dieses Boss-Terminal. Ja. Tja. Ich kann aber nicht drauf zugreifen. Also ich kann schon drauf zugreifen, aber hier kommt nichts von wegen, dass ich zum Boss hin kann. Ich kann alles hochladen und sowas. Hast du mit E oder mit F aufgemacht? Ja, mit E komme ich gar nicht dran. Dann halt mal E gedrückt. Ach doch, E gedrückt. Gamma. So, geht los. Oh. Oh, Backe. Oh, Backe. Und das ganz alleine. Mhm. Ich drück dir die Däumchen. Tja. Nochmal der Helena Hallo sagen. Ach, geh nicht mehr. Mhm. Hör mal, Überlebender! Ich bin da. Some of the controls are still up and running, though I'm locked out. But you should still have access.
Oh, es läuft eine Zeit ab, also viel umgucken kann ich mich nicht. Das ist ja doof. Kann ich hier fliegen? Crew's all dead. You're revived and the ship's been turned into me. Oh, die Crew ist tot. Okay. Seems like an emergency situation, right? Tja. Also die Rüstung bringt uns hier nichts, ne? Na, ganz klar so. Kann ich denn schnell rennen oder so? Gar nichts. Irgendwie. Okay. There you go. Now you can use your access to get mine back. Dann don't worry, it should be idiot proof. Wie aktiviere ich die? User friendly. Just tap any blinky red icon that looks like me until it turns green. Blinkende Symbol, ja. Yes, I'm back in again. Ja. Ach, Leute. So, kann ich jetzt schnell rennen oder nicht? Wow. Ne, also die Tech-Funktionen sind komplett aus. Na super. Doubt this part of the ship is even salvageable. Na, zumindest zeig's mir, wo ich hin soll. Na, hier sind noch Hologramme. Na, so viel Zeit muss sein. Ich werde sowieso sterben. Okay, da ist das ganze Schiff gezeigt und welche Sachen betroffen sind. Kann ich da irgendwas dran machen? A crew member survived almost long enough to program a sequence that would separate the corrupted habitat ring. Her ring separation sequence might be a little on the messy side, but it has the advantage. Sie labert mich hier voll, also darauf achte ich jetzt nicht. Also wer das lesen will, der muss dann zwischendurch auf Pause machen. It's up to us to stop him here and now while there's still time. Let's finish this, survivor. Hier werden die Sternsysteme gezeigt wohl, wo wir herfliegen. So we're almost out of time. After wir fliegen ja immer im Kreis, wir fliegen ja immer das gleiche ab. Oh, ich hab Durst wie Sau. We can't let Rockwell have that world, along with all the Earth life on this ship. Ja. Ach so, genau. Gamma hat mich jetzt 6 Mutagen gekostet, ne? Okay. 100 hatten wir ja bei. This is where you fall to your knees, ah, cool. Just like all the other ones. Please, please, no, I don't want to die, etc., etc. Go on, beg and plead. I promise I won't think less of you. Don't imagine I could think any less of you. Da muss ich ja mal ein paar Bilder machen. I mean, honestly, with those beady little eyes. Ja, du hast hier überall diese Köpfe von dem so angemodert und alles. Mm. Und die labern dann. You're like a vole that tunneled into an abattoir. And I'm afraid it's far too late. Zu lange darf ich auch nicht brauchen, weil die Zeit abläuft. Bin mal gespannt. Eine Stunde. Jetzt geht ein riesiges Tor auf. Da ist noch ein Tor. Ja, Leute, ein paar Bilder muss ich machen. Also das. Da hilft ja nichts. Auch jetzt ist die mir direkt ins Bild gesprungen, die Sau. So, oh, 1000 Tentakel. Hieß es nicht, du hättest hier irgendwie Roboter oder sowas? Eigentlich schon. Irgendwo was ich gelesen habe. Ja. Ich meine, mit der Tech-Waffe mache ich gut Schaden. Also, es kommen zwischendurch solche lilanen Dinger. Tentakel. Auch hier ist so ein Kasten in der Mitte. Aber die grünen, die scheinen immer wieder zu kommen. Okay. Ist hier der Roboter drin?
hier der Roboter drin. Scheint nicht so. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht fliegen, ich kann gar nichts, ne? Super. Was muss ich denn überhaupt machen? The Final Battle. No Training, Schild. Super Tentakel. Ich brauche noch eine Super Tentakel. Das sind dann wohl die Lilanen. Wollen wir nicht? Ja. Aber wo sind hier die Super Tentakel? Ich hab's hier mit in der Tasche. Also diese grünen Tentakel, die auch draußen sind, die sind hier zuhauf und kommen wohl immer wieder. Okay. Nicht so pralle, ne? Tja. Nur diese lila Tentakel, diese Super Tentakel, ich sehe keine mehr und ich muss noch eine davon abschließen. Das ist seltsam. Also hier an der Seite steht, dass ich 2 von 3 abgeschossen habe. Vielleicht irgendwo ganz hinten in der Ecke? Tja. Also ob wir hier mit Tech reingehen oder irgendwo Platz zum Bratwurst, ne? Ich halte mich wohl noch über Wasser, aber... Must have struck a nerve if you got him to stick his hand up a meat puppet to swat at you himself. Oh, you're one to talk. How long has your latest puppet here even been thawed out? Ach hey, was ist das denn? Da gibt's your noch weapons so, are pitiful against me. So ein Rockwell-Abkömmling. You are nothing but an ant trying to bite at the toes of a god. Na, da mache ich aber nicht viel Schaden dran. Jetzt kommen noch Spitzen aus dem Boden. Ach, all this power really has gone to your heads? Also wenn meine Rüstung hin ist, dann bin ich drauf. Mache ich denn damit mehr Schaden? Also alleine ist das nicht zu machen. Ich mache so gut wie keinen Schaden an dem, ne? Hey, you gave me access to the ship's systems. Nö. This model comes with a phase cannon option. That just happens to interface with yours truly. Ach herrje. Da, jetzt habe ich einen Roboter. So, mit dem kann ich. Mit dem kann ich schießen, mit dem Roboter. Dann hau rein, mach sie alle platt. Ja, der verliert aber Energie. Okay. Oh, einen habe ich tot. Oi. Der ist kaputt. Der Roboter. Surprise! I've been making my own people! My new children! Also ohne die Rüstung wäre ich schon tot. Oh, just look at them go! Und dann kommen irgendwelche Viecher angelaufen. I needed a new crew for my ship since the original ones were torn to pieces. Hier ist Säure oder sowas auf dem Boden. Ach, jetzt ist. Ach, der Mech repariert sich. And much better behaved. Lasst mich dahin. Nice going, Rockwell. You left all their guts on the outside. Oh, der kann springen, der Mac. Is it too much to ask that my critics appreciate a little artistic license? Dreh dich doch, du Sau.
charge. Back at full power. Ach herrje. Sobald du diesen Weg verlässt in diesen grünen Dingern, da bist du ja vollkommen verloren. Und schon wieder ist er hin. Also alleine ist das hier. Also ich bin gleich tot. All systems go. Dadurch, dass du auch nicht fliegen kannst oder so, ne? Also gegen die Fußtruppen, da ist der gut. Ja. Der Roboter, aber ansonsten. Ja, ballert ihr alle mal auf mich. Wieder diese super Tentakel. Oh. Your cannons top down. Mein erstes Rüstungsteil ist hin. Ganz toll. Also selbst wenn ich die Zeit schaffen würde, alleine ist das nicht realisierbar. Don't be shy. Exomex. Warum steigt denn jetzt aus? Der doof. Ich gucke ja schon nach diesen Super-Tentakeln, aber es kommen immer nur irgendwelche Abkömmlinge von ihnen da. Tja. Und dann spuckt er irgendwelche Säure immer auf den Boden, also. Alleine wird er der nicht schaffen. All systems go. Würde ja gerne helfen, aber. Ja, ich glaube auch zu zweit, das was wir machen könnten, wäre hier die Dings da reinsetzen. Hier das Schutzschild, das ist wir haben noch diese eine Mod, wo wir so ein Tech-Schutzschild haben. Meine Lieblingsblügel. Ja. Das könnte man machen, das wäre es aber auch. Weil diese Super-Tentakel, die kommen auch nicht oft, ne? Also. Nur hier irgendwelche Abkömmlinge von ihm mit Schwert bewaffnet, die kommen auf dich zu.
aber... Okay. Und die grünen Tentakel, die brauchst du eigentlich gar nicht abschießen, weil die immer wieder kommen. Gegen diese Abkömmlinge von ihm, die da rumrennen, da ist der Roboter super, der macht mit einem Schlag mehrere tausend Schaden. Aber das kann es ja nicht sein. Ja. Anscheinend soll das so sein. Tja, es muss noch irgendein anderes Ziel geben. Bleib mir mit dem Ding schon. Ja, jetzt bin ich gleich tot. Ich habe keine Rüstung mehr. Das war's. Du hast dich selbst getötet? Hä? Ich habe gerade drei medizinisches Gebräu getrunken, hast dich selbst... Ach, Verätzung. Ach, ich... Der hat wieder diese grüne Suppe da gespuckt und da stand ich dann in der Brühe drin, ohne Rüstung. Super. Mhm. So, dann gehe ich schon mal zurück zum Höhle. Nein, da, Defender. Und Defender-Bett. Spawnen. Mhm. Tja, also das ist alleine, kannst du das vergessen. Und was für Waffen sollst du mitnehmen? Gegen diese Mini-Endbosse, sag ich mal, da hat selbst die Tech-Waffe kaum Schaden gemacht. Weiß das nicht. Und die normalen Waffen, wir haben ja schon gute Waffen, aber die haben dann nur 8 Schaden gemacht und so ein Scheiß. Wow, doch so viel? Ja. Ich lande nicht mal hier runter. Du. Gucken, was wir ausladen können. Erstmal die ganzen Skins. Skin, zack. Rein da. Ja. Dann kommt das auch noch da rein. Und senden. Tja, meine komplette Rüstung ist im Eimer. Super. Ganze 10 Tränke konnte ich nehmen, da war ich tot. Aber kannst du mal versuchen, meinen Petri ranzuholen? Ach so, ja. Ich tue eben die Tränke, lasse ich schon mal hier. Tja. Soll ich die Petris hier lassen, oder? Innerhalb der Blubbel passiert ja nichts, ne? Was sollen wir die mitnehmen wegen Essen? Ja, ist besser, ne? Also meine hat 157 drin. Ich hole dein mal ran hier. Jo. So, das war ja ziemlich ernüchternd. Aber das ist halt wie bei den Minigames, die haben es einfach nicht angepasst, dass man sagt, wie viele da reingehen oder so. Nope. Wie hieß deiner? Irgendwas mit Rockwell, ne? Rockwell-Flieger, da. Ja, ist hier. Super, danke dir. Ach, der folgt ja mit Sicherheit noch. Angepfeift, das gute Ding. Abgepfeift. Fertig. Da kannst du auch stehen bleiben. Hast du fein gemacht. So. Tja, die Mini, der fliegt schon wieder. Hä? Habe ich schon wohl nicht gekriegt beim Abpfeifen, ne? Ja, der folgt mir noch. Gut. So. Tja. Soll ich die mit? Ja, ich nehme die mit in die Base, ne? Ne.
Weil ich bin ja ohne Rüstung. No. Da kann ich sowieso jetzt nichts mehr machen. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ja. Das war aber jetzt ziemlich Banane, ne? Muss ich ja sagen, also Leute, ohne Hilfsmittel oder so werden wir das nicht schaffen. Wir werden versuchen, das mit der Mod zu machen, dass wir diese Blubber drum haben, dass der größte Schaden halt abgehalten wird. Ihr kennt die Mod ja schon von anderen Folgen von uns. Das ist die einzigste Chance, die wir haben. Müssen wir dann bloß testen, ob die Tentakel denn Auswirkungen darauf haben? Ja. Also wir werden auf jeden Fall mit dem Petri reinfliegen. Mhm. Also das ging wunderbar. Wenn du einigermaßen ausweichen kannst, hat es geklappt. Ich habe nur einmal kurz auf den Boden gesessen und konnte dann wegkriechen und dann wieder starten. Also das klappt. Selbst wenn man den Petri dann verliert, dann ist man ja eigentlich kurz vorm Herzen. Also von daher geht das schon. So, die beiden Petris hier dann neben mich, würde ich sagen, von hier aus erstmal Tschüssikowski.